machen. Und ich würde mal sagen, 80-90% all diejenigen, die sich bei uns melden, mittlerweile sind schon 2-3 Mal verbrannt worden. Das kann ich gleich vorwegnehmen. Und jetzt kann ich ja nochmal was dazu sagen, wie die meistens verbrennen. Deswegen kommt zu uns, weil wir werden ja Systeme ausarbeiten, also ein Akquise-System, wo du erstmal komplett ohne Online-Marketing, ja, auf eine Flughöhe kommst, locker siebenstellig, kannst sogar mehr wie siebenstellig machen, ohne dass du eine einzige YouTube-Ad oder ein. Vorsichtig mit den ganzen neuen Tools, die jetzt auf den Markt gepusht werden, sei es jetzt irgendwelche Kalender-Tools oder CRMs oder sonst irgendwas, wo du für jeden Popel irgendwie noch ein Zapier brauchst oder Make oder sonst was. Ja, es gibt ausgereiftere Tools. Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem YouTube-Video. Mir ist gerade Folgendes passiert. Ich habe gerade ein 10-minütiges super Video aufgenommen und mir ist jetzt dann jetzt, als ich fertig war, aufgefallen, dass ich vergessen habe, den Ton einzuschalten. Kleiner Tipp hier am Rande, wenn dir das mal auch mal passieren sollte, sofort die nächste Aufnahme machen, weil dann fängt sich dein Gehirn erst gar nicht an aufzuregen. Ja, es gibt ja so Leute, ich kenne es auch, so jähzornige Leute, teilweise so rote Typen, also diese Manager-Typen, die hauen dann erstmal irgendwie aufs Keyboard drauf und so weiter und sind erstmal 10 Minuten lang nicht ansprechbar und so weiter. Einfach sofort nochmal, sofort das Video nochmal machen, so wie ich jetzt hier auch gerade. Ja, einfach nochmal sofort und dann ist das Gehirn sozusagen gar nicht mehr beschäftigt mit dem, sozusagen mit diesem Fehler oder mit dieser, ja, Kacke, die da halt war. Das schöne Video halt umsonst aufgenommen. Aber da heute Samstag ist, ist es nicht ganz so schlimm. Also, ich bin hier mal wieder in meinem Lieblingshotel und unterwegs und ja, also heute mal das Thema Tools. Ja, mir ist heute aufgefallen und das muss ich auch dazu sagen, dass mir das immer weniger natürlich auch auffallen kann, weil ich natürlich auch in der Tiefe teilweise gar nicht mehr so tief drin bin. Also wenn man halt, desto mehr man halt zu tun hat, auch halt sozusagen auf dem Management-Level. Ne? Also wenn man so mit mehreren Leuten zusammenarbeitet, beziehungsweise mehrere Leute angestellt hat oder auch die Leute, die partnerschaftlich mit einem zusammenarbeiten und so weiter, also desto größer man wird, desto weniger ist man natürlich in vielen Themen dann noch bis ganz am Ende ständig dran. Man sollte aber trotzdem immer wieder ständig auch vereinzelt in die Themen ganz tief bis zum Schluss reingehen. Ja, egal wie groß man ist, weil dann kommen nämlich so Sachen heraus wie heute. Ich wollte nämlich heute so eine Eingangsbestätigung nochmal per Zapier über per Zapier über Slack und so weiter eine neue Terminvereinbarungsmöglichkeit bei uns einrichten und dann ist mir, das hat es dann auch irgendwie funktioniert, ist mir aufgefallen, dass ich eins meiner Handys hier, dieses hier, ist zwar ein sehr teures Handy, aber schon etwas älter, die neue Zapier-App nicht funktioniert. Also ist quasi nicht kompatibel mit der Version des Handys. Wow, great, super, ja. Ja, okay, ich wollte genau das haben, ich wollte einfach eine Nachricht haben auf dem Handy, wenn diese neue Kalender-Eintragungs-Buchungsmöglichkeit. By the way, könnt ihr euch auch gerne bei uns zum Erstgespräch einmelden, eben da einschlägt und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich da jetzt? Und dann bin ich eben nochmal ein bisschen tiefer in Calendly selber rein und mir ist aufgefallen, okay, ich brauche den ganzen Kram gar nicht. Mittlerweile hat Calendly alle möglichen Workflows, bietet hier an. Also es ist hier beim Pricing, es ist der absolute Wahnsinn. Du kriegst hier quasi für 16 lumpige Dollar fast, also alles, was das Herz begehrt. Und das ist auch gleichzeitig ein wichtiger Indikator, weil es gibt ja, ich habe da vollstes Verständnis dafür, viele SaaS-Firmen aktuell auch in Deutschland, die wieder hochpoppen, die irgendwelche neuen CRMs machen und so weiter, weil sie halt auch quasi ins SaaS-Game rein wollen. Und ich komme ja aus der IT-Branche, ich verstehe das alles und das ist alles super. Nur von der User-Brille, du als User möchtest halt möglichst ausgereifte Tools. Und ein ganz wichtiger Indikator, ob ein Tool ausgereift ist oder nicht, ist eben jener Indikator, ob du für jeden kleinen Popel Zapier und Make.com oder irgendwie eine Drittlösung brauchst zum Verknüpfen und zum Rüberlenken und so weiter, eine Schnittstelle oder eben nicht. Und bei Calendly war das früher auch so, bräuchtest du ja wirklich für jeden Popel irgendwie Zapier und so weiter und damals noch Integromat, bevor es dann Make wurde. Und mittlerweile ganz offensichtlich nicht mehr so. Wenn du die Pro-Version für diese 16 lumpigen Dollar hast und hier Workflows reingehst, ja,
wenn man hier neue Workflows machst, dann, also das ist auch hier neu, das ist auch neue Kontakte, ja, so quasi wie so ein CRM quasi. Dann machst du hier Workflow, neue Workflows, hast du alles. In zwei, drei Klicks kannst du hier eine SMS-Nachricht dir selber als Eingangsbestätigung eines Termins verschicken lassen. Dann kannst du dir Erinnerungs-SMS verschicken lassen. Kannst du jeweils auch E-Mails verschicken lassen. Du kannst wirklich alles machen. Ja, eine Storno-Benachrichtigung. Also wenn jemand wieder storniert, ja, und wirklich alles, was du brauchst, ja, in zwei, drei Klicks. Und von daher ein super wichtiges Ding. Und wenn du zum Beispiel mal deine Prozesse, wenn du einige Mitarbeiter hast, hast du vielleicht vor 2, 3 Jahren mal eine Prozesse aufgesetzt. Oder auch für deine Kunden oder so, wenn du Agentur bist, ne, und dann mach das mit Zapier und hier mit Make und dies und das und jenes. Vielleicht das nochmal, alles nochmal Revue passieren lassen, nochmal revidieren vielleicht, weil mittlerweile machen deine ganzen Mitarbeiter vielleicht irgendwie 50 Minuten lang irgendwelche Verknüpfungen, wo gar nicht mehr nötig sind, weil alles einfach direkt über Calendly geht. Ja? Also mal überspitzt gesagt. Und ja, also das wollte ich einfach mal kurz hier mitgeben. Wenn du jetzt natürlich interessiert bist, wenn du jetzt zum Beispiel aus der IT-Branche bist, willst du einfach wachsen. Viele, die bei uns aufschlagen, im Erstgespräch über YouTube kommen oder über Google-Suche oder ähnliches oder LinkedIn, haben in der Regel Probleme bei der Neukundengewinnung. Nach meiner Erfahrung in den letzten Jahren ist das eigentliche Problem die Positionierung. Also, ich würde sagen, 99,99% alle diejenigen, die zu uns kommen und um Hilfe beten oder uns anfragen für Hilfe wegen Neukundengewinnung oder Kundengewinnung generell, ist es eigentlich immer das Problem von der Positionierung. Also, hol dir einfach bei uns so eine Positionierungscall hier über Calendly und wir werden eben ausarbeiten, wie wir dir ein Akquise-System aufbauen. Und ich würde mal sagen, 80, 90% all diejenigen, die sich bei uns melden, mittlerweile sind schon 2, 3 Mal verbrannt worden. Das kann ich gleich vorwegnehmen. Und jetzt kann ich ja nochmal was dazu sagen, wie die meistens verbrannt werden. Das sind meistens kleinere Kunden, 2, 3, 4, 5 Mann-Kunden, vielleicht schon 10, 20 Mitarbeiter, aber meistens noch kleiner. Oder Solopreneure, die wachsen möchten, skalieren möchten. Jetzt schauen Sie rum, was gibt es so. Und dann, wenn Sie eine von diesen Neuling-Agenturen dann irgendwie bei denen über den Weg laufen, die ja auch teilweise mit sehr viel Cash ausgestattet sind oder irgendwelchen Investoren und so, über 5 Ecken rum und so weiter. Und es ist da de facto so, dass fast mittlerweile ist es so, dass jeder, der bei uns anfragt, mindestens 2 bis 3 Mal verbrannt worden ist durch irgendeine Facebook oder LinkedIn oder Google, egal welcher Kanal. Ja, es geht einfach um Online-Marketing-Agenturen, Social-Media-Marketing-Agenturen etc. Und warum ist es so? Weil letztendlich musst du eins bedenken. Egal, was du machst im Online-Marketing, du bist immer sofort sichtbar zu allen Mitbewerbern, die teilweise mit sehr viel mehr Kapital ausgestattet sind, insbesondere IT-Branche, insbesondere wenn du zum Beispiel SaaS machen möchtest oder irgendwas. Und deswegen kommt zu uns, weil wir werden dir ein System ausarbeiten, also ein Akquise-System, wo du erstmal komplett ohne Online-Marketing, ja, auf eine Flughöhe kommst, locker siebenstellig. Du kannst sogar mehr wie siebenstellig machen, ohne dass du eine einzige YouTube-Ad oder eine einzige Facebook-Ad schalten musst. Ganz ehrlich. Ja, du fliegst un komplett unter dem Radar, wenn du ein vernünftiges Akquise-System B2B und ganz besonders B2B Enterprise, you don't need it. Also, und es ist halt bei Facebook so, dass durch diesen Business Manager, je nachdem, ob du jetzt Ahnung hast, wie weit du da Ahnung hast, über diesen Business Manager, ja, kannst du ja bei jedem reingucken, was hat der für Ads, wie laufen die jetzt, wie laufen die jetzt. Und das machen alle Großen schauen ja ständig nur, keiner macht irgendwie seinen eigenen Creative von den ganz Großen, sondern die schauen ständig nur bei der Mitbewerber, bei der Konkurrenz nach, okay, was performt da ganz besonders? Und dann adaptieren die. Also nicht kopieren, sie adaptieren, ja. Das ist auch super legitim und das kann man alles machen und so weiter, aber das ist genau der Knackpunkt, ne? Also bei diesem ganzen Online-Marketing-Game, wenn du quasi mit sehr viel weniger Kapital ausgestattet bist und machst super Ads, kannst noch so geile Ads machen, Creatives, ja, wirst du quasi adaptiert von den ganzen anderen dann innerhalb von wenigen Wochen oder sowas, ja. Und deswegen ist es so eine kurze Halbwertszeit und du kannst dann kapitalmäßig auch nie dagegen anstinken, ja. Das heißt, schau erstmal, dass du quasi unter den Radar fliegst, erstmal siebenstellig im Jahr machst, mehrfach siebenstellig im Jahr machst, in der Software- und IT-Branche, ohne dass du überhaupt groß Ads schalten musst und auch groß viel preisgeben musst und so weiter. Du brauchst ein solides System, dazu gehört auch eine solide Webseite, ganz klar.
ein solides Profil auf diversen Social Media Profilen und so weiter und so weiter. Aber ganz ehrlich, es sind letztendlich zwei, drei Social Media Profile, die wirklich wichtig sind. Ich würde der Vollständigkeit halber, würde ich alle relevanten irgendwo was machen, aber so richtig brauchst du ja nicht so ganz viel. Und da möchte ich jetzt gar nicht so viel raushauen, weil ich ganz genau weiß, dass auch viele Mitbewerber eben meine Videos anschauen. Also, hol einfach bei uns einen Termin und dann schauen wir, ob wir da mal zusammenkommen, ob wir da weiterhelfen können. Also nochmal ganz zum Schluss. Sei vorsichtig mit den ganzen neuen Tools, die jetzt auf den Markt gepusht werden, sei es jetzt irgendwelche Kalender-Tools oder CRMs oder sonst irgendwas, wo du für jeden Popel irgendwie noch ein Zapier brauchst oder Make oder sonst was. Ja, es gibt ausgereiftere Tools. Ich habe vollstes Verständnis für diejenigen, die neue Tools auf den Markt bringen, weil einige meiner Kunden das ja auch tun oder tun wollen. Aber auf der anderen Seite, als User nutze immer die ausgereiften Tools. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du kannst mit einem vernünftigen Backend-System und Akquise-System ohne eine einzige Euro, eine einzige Ad schalten zu müssen, ja, sei es jetzt Facebook oder Google oder sonst was, ja, kannst du mehrfach siebenstellig skalieren. Ja, es geht über Systeme, Tools, so Tools wie Calendly, Know-how, wen, wann, wie, wo, was, ja, also quasi Leute, Jungs mit Erfahrung, ganz spezifische, branchenspezifische Experten. Erfahrung, speziell für die Akquise und Wachstum, so wie wir es machen. Und dann ein bisschen Manpower. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil Deutschland halt einfach, ja, sehr viel Bequemlichkeit Einzug, also es gibt sehr viele bequeme Leute, also jeder will irgendwie nur noch schnell reich werden, wenn man das Gefühl. Es ist nicht ganz so einfach, ein gutes Team aufzubauen, es war es aber noch nie. Aber wenn du es einmal geschafft hast, oder einen Partner hast, der das geschafft hat oder kann, ja, dann hast du einen Weg frei, ohne, das ist ganz wichtig, ohne dass du sofort volle Kanne, volle 100%, 100% auf dem Radar deiner ganzen Mitbewerber bist. Ja? Ja, ich hatte lange Zeit, viele von anderen Mitbewerbern, Mitstreitern und so weiter, die haben immer gefragt, Thomas, was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich? Ja, so, ja, ich mach mein Ding. Ne? Ja, das ist ja auch diese ganze Mentalität, die da quasi auch erzeugt wurde. Aus den USA rüber und so weiter. Ne? Also dieses Ganze, wir machen da riesige Communities und jeder weiß alles über jeden und so weiter. Ja, geh mal in Maschinenbau, geh mal in echte Branchen rein, ja. Also wir zeigen dir einen Vogel. Ja? Ja, mit solchen Alex Hormozio, wie wir alle heißen, ja, also so, ja. Ja. Wir teilen alles, was wir wissen. Volle Transparenz, ja, Bullshit. Ja? Das geht nur in der Coaching-Bubble vielleicht, ja, aber ansonsten kannst du es vergessen. Okay, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Hol dir bei uns einen Termin, dann sehen wir auf der anderen Seite. Bis dann, Wieder ciao. zurück. Ja? Aber im B2B muss ich das ganz anders machen, weil ich will mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gehen lassen, wie ein Kumpel, ja, wo wir uns austauschen, wo eine Win-Win-Situation da ist, ja, wo du, beziehungsweise das, was dahinter ist, der Auftrag, der dahinter ist, auch was zu bieten hast, der den Entscheider, den Kontakt weiterbringt, in was auch immer er als persönliches Ziel gesetzt hat. Das ist auch so ein Ding, dass wir reden hier letztendlich im B2B, aber desto mehr B2B es eigentlich ist, also die Verträge, das Geld, ja, die Überweisungen, ja, das passiert alles von Firma zu Firma. Aber das Geschäft geht von Mensch zu Mensch. Das heißt, du musst immer sehen, das ist B2B, das ist Firma zu Firma. Aber die Akquise ist von Mensch zu Mensch. Ja, ich finde, man muss da schon noch Also, mal ein bisschen differenzieren. Also du ja. hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, gut. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert.
Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt. Und man Dinge schnell, schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.